Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Furago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 1 und machen gerade das EMP-Feld, das Abschirmfeld defekt, wollen dann zu Kriegers Hauptquartier, haben wir ein paar Bötchen lahmgelegt letzte Folge. Das war doch glorreiche und auch so hatten wir viel Spaß mit der Sniper. Unser aktuelles Problem wird aber sein, dass wir hier nach vorne kommen müssen. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Einsammeln. Und auch hier oben waren ein paar Jungs unterwegs. Ich versuche mal hier hochzukommen. Da haben wir den Turm. Ah! Jo, du warst so langsam. Hast deine Chance gehabt. So. Sonst gibt es hier eigentlich nichts zu holen. Wie sieht es da drüben aus? Soweit eigentlich alles super. Da fährt immer noch das Bötchen durch die Gegend. Oh, die Frage ist, da drüben. Oh ja, erschreck mich doch nicht so. Was ist denn hier los? Ich bin hier los. Wie macht man das mit Bunkern? Was? Okay, der Wurf war super. Gucken wir mal, gehen wir da rein. Das war der Techniker. Ihr habt doch praktisch gleich den ganzen Öltank hier. Das ist so super von euch. Geschafft. Irgendeiner hat es gleich mitgelegt. Ah, da. Das Schöne war, jetzt war der Safe gewesen, dann brauchen wir die ganze Sniper-Aktion, die normal machen. Wir werden aber jetzt da drüben nochmal das Lager uns angucken. Weil da gibt es ja noch den Verdacht, dass da in der Hütte da einer rumkriecht. Außer hier war ein Fahrzeug da. Außer dann hören wir ihn doch schon. Was ist denn hier los? Und irgendwo ist noch einer. Wir haben ihn. Und ich weiß, dass hier noch irgendwo einer rumkriegen muss. Schnappt ihn euch! Ja, weglaufen hat er jetzt auch nicht mehr viel geholfen. Okay, danke für die Munition. Also müssen wir doch bei der Aufklärung doch vorsichtig sein. Selbst wenn wir aufgeklärt haben, kann es immer noch sein, dass da ein paar Jungs unterwegs sind. Okay, Munition. Das sagt wer? Das ist für dich. Oh, mit dem letzten Schuss. Wir wissen aber, dass hier hinten wahrscheinlich wieder irgendwo einer ist. Ich weiß, wo du bist. Dann haben wir da das räudige Problem, dass sie. Ja, ja. Ja. Was zum. Da waren doch noch mehr als deutlich mehr als gedacht. Bin ich selber jetzt ein bisschen überrascht, wir haben noch ordentlich schon hier aufgeräumt gehabt. Mit der Sniper und trotzdem noch so viele übrig. Unglaublich. Aber schon scheiße, dass die hier durch die Zelte feuern können, ohne dass man eine Chance hat, die zu sehen.
Okay. Auch sehr hübsch. Sollten wir vielleicht mal wechseln hier? Schmeißen wir die mal kurz weg und probieren die hier mal. Okay, die nehmen wir noch mit. Die Frage, was machen wir mit der hier eigentlich? Die sieht auch kacke aus, mein Freund. Hat ja auch so eine tolle Granate. Oh, ja, hat auch Granat-Action. Die ist super. Eine neue schicke Waffe. So, weiter im Text. Hier haben wir noch ein paar Gebäude. Da waren wir schon drin in die Hütte. Waren wir da schon drin? Ja, obwohl hier drüben. Ja, da waren wir schon. Die Sache ist ja, mit der Waffe ist es ja so völlig egal. Die verfressen ja dieselbe Munition im Endeffekt. Von daher geht das. Wir können uns ja noch ein bisschen Spaß gönnen und einfach mal auf den Weg machen hier drüben. Mit dem Freund hier das Bötchen versuchen zu erwischen. Also, mit den Granatwaffen kriegen wir das nie hin. Also lassen wir das. So, hier haben wir die anderen Waffen rumliegen gehabt. Ah, außer ein 40-Schuss-Magazin. Das ist ja nächste große, tolle Verbesserung, würde ich sagen. Ein Magazin mit 40 Schuss drin ist doch mal besser als ein Magazin mit 30. Einmal weniger nachladen. Okay, wir müssen in diese Richtung. Dann fahren wir auch mal in diese Richtung. Was kann auch schon schlimm sein? Was kann auch schon Schlimmes passieren? Da ist der nächste Turm. Ja! Also das einzige Gute, man hört die laufen. Also man hat ja gleich einen Vorteil wie die Jungs selber. Den interessiert das nicht. Okay. Fahrzeug war lustig und super. Okay. Die fahren relativ dicht hier dran vorbei. Vielleicht ist das doch die Chance 1, dieser Boote auszuschalten. Okay, die kommen dann von da. Schauen wir mal. Die kommen relativ dicht hier vorbei. Hier bewahren sie das gerade wenigstens. So. Solches. Die kommen da lang rum. Ah, da fahren sie jetzt lang. So, da ist jetzt auch die Facecam ausgefallen. Schade eigentlich. Na gut, müssen wir das Ganze jetzt ohne machen. Ich weiß, da drüben wäre ein schickes Boot gewesen. Aber hier haben wir auch ein schickes Boot. Machen wir aber weiter mit dem Bötchen hier. Mal was ganz Neues. Ja, ein Blindbagier haben wir auch noch dabei. Jetzt nicht mehr. So, da war der Akku leider vorbei von der Kamera. Da ist jetzt das Bild weg. Ich mache mir trotzdem mal die Mühe. Und zwar darf ich einfach mal ein bisschen versuchen aufzuklären. Okay, da noch ein Bötchen.
Da sind auch sehr viele böse Jungs wieder unterwegs. Da ist ein Weg, der geht rauf. Da ist auch einer. Echt viele böse Jungs unterwegs. Und für die haben wir ja nicht mehr genug. Für die haben wir gar nicht genug Munition mehr zum Snipern. Aber wir werden trotzdem noch die letzten 6 Schuss hier rausblasen, um wenigstens ein bisschen Feuer aufgeräumt zu haben. Wenn ich auf den Berg komme, wäre das auch super. Eigentlich ein bisschen schade, dass es keine Sniper-Munition, keine Munition für den Sniper gab. So. Da oben läuft einer mit einem Rocket Launcher. Den werden wir auf alle Fälle ausknipsen. Ich mag Leute mit Rocket Launcher gar nicht. Er macht so dolle Bums. So. So, da fährt er auch um. Der ist auch hin. Oh, da ist noch einer mit Rocket Launcher. So. Einen Schuss haben wir noch. Und den werden wir sehen, ob wir den für den aufkriegen. Da war nix. So. Damit ist das Baby leer. Das ist auch noch fast leer. Als solches. Und wir machen dann mal hier rüber weiter. So. So, einfach mal volle draufhalten. Wir haben noch das Ding hier. Das war dann doch unser Rocket Launcher Man. So. Hat sich der Kleine auch... Okay. Das war ja knappe Geschichte. Da hat die Drecksau einfach mal unter dem Tisch durchgeschossen. Clever. Okay. Wir schauen uns trotzdem hier drinnen um. Weil hier kriegen wir nämlich das hier, Scharfschützenmunition. Das wäre super. Eigentlich haben sie ja recht gemütlich auf dieser schönen, netten Insel. Okay. Von wo? Von wo denn? Ah, da drüben wahrscheinlich irgendwo. Na egal. Aua. Das tut weh. Kannst du das mal bitte lassen? Von da oben? Ne. Denk mal schon, der wurde von da geschossen. Da oben ist die Sau. Ah, Prügel. Prügel ist super. Das war's mit Nahkampf. Aufstehen das Ganze. Weiß, dass er da oben irgendwo ist. So, so. Du hast mehr, dann kriegst du mehr. So, damit haben wir den auch erledigt. Wenn wir den da oben erwischen wollen, wenn wir da hoch wollen, müssen wir sowieso ein bisschen Umweg gehen. Wir müssen da... Oh, noch einer hier. Interessant, den einen siehst du gar nicht, erst wenn du anzoomst. Und ich glaube, es war noch einer. Bin mir aber nicht sicher. Ne, sieht nicht danach aus, wäre das noch einer gewesen. Oh. Hab ich doch gesagt, da war noch einer. Aber falsche Waffe für den Dschungelkampf, da wäre nämlich eine MP nicht so toll. So, Zeit ist eigentlich schon rum. Wir werden aber trotzdem noch schnell hochgehen, um da drüben
den Funkturm den loszusprengen, weil da wird nämlich dann gespeichert und das ist dann das Tolle daran, dann kann ich mir auch die Aufnahmesession beenden. Ich bin heute schon ein bisschen unterwegs, deswegen war auch der Akku der Kamera aus, ist leider nun mal so. Kann ich dann leider nicht ändern. So. Aber zum Glück gibt es den schönen Weg hier hoch. Vielleicht sollten wir auch nochmal hier ein bisschen gucken, ja. Zwecks Überraschungen. Ne, Überraschungen sehe ich hier keine mehr. Jedenfalls keine aktuellen. Oh, wieder Waffen aufgenommen, beziehungsweise Motoren. Es ist immer spannend. Eigentlich laufen wir ja nur über die Waffen drüber und wir können die ruckzuck entladen. Klick, klack, gleich Munition in die Hosentasche. Die Magazine selber werden ja nicht kompatibel sein, glaube ich mal. Okay, hier haben wir den Freund mit dem Rocket Launcher. Das war eine gute Idee, dass wir den zerlegt haben. Hier geht dann die Treppchen runter. Wie war das? Bin an ihm dran. Das wäre es ja jetzt gewesen. Der war aber hartnäckig. Das wäre jetzt der Brüller gewesen. Kommst du rein? Er hätte uns ja umgenietet, wenn die nächste Folge das Ganze normal machen können. Okay. Flinke Füße hier, weil das wird nämlich gleich rumsen. So. Oh ja, ich liebe den Geruch von verbranntem Kunststoff am Morgen. Der nächste bitte. Sie sind ja ein richtiger Scherzkeks. Ich lach mich hier noch tot. Der letzte Turm liegt nordöstlich Ihrer aktuellen Position. Bewegen Sie sich, die schicken Einheiten zu Ihnen. Okay, wäre schön, wenn wir gespeichert hätten. Jetzt wäre der Punkt gewesen, wo man speichern, wo es speichern könnte, wäre echt super. Nein, nein. Jetzt. Ich nehme mich. Was ist denn hier los? Das wäre der Brüller draufgegangen. Okay. Da speichern wir jetzt eigentlich. Okay, ich glaube, der ist hin. So eine Mist aber auch. Okay, da fallen wir doch um. Das heißt, nächste Folge machen wir den ganzen Quatsch nochmal. Schade eigentlich. Wäre eigentlich super gewesen. Oder, das hat gespeichert. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Lief das Ende doch voller Euphorie tierisch aus dem Ruder. Naja, ist dann halt auch so. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Mit Rückschlägen muss man klarkommen. So, das war's jetzt von mir. Nette Kommentare schreiben. Ich werde mal meine Akkus wieder laden. Und beim nächsten Mal heißt es wieder Let's Play Far Cry. Und bis dahin, ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.